Willkommen zurück bei We Are Football. Im letzten Part gab es einen Sieg und eine Niederlage. In diesem Part spielen wir gegen den Karlsruher SC und gegen den 1. FC Nürnberg. Wir schauen mal, was diese Woche so zu bieten hat. Wir planen hier nichts Besonderes. So, Spieler hat sein Trainingsziel erreicht. Sascha Hertel, unser Neuzugang, einer unserer Neuzugänge. Er hat sein Trainingsziel kurze Pässe erreicht. Sie können ein neues Ziel aussuchen, indem Sie einen der weißen Kreise auswählen. Hat der Spieler eine Schwäche, kann er auch daran arbeiten. Schwächen werden im inneren Kreis quadratisch dargestellt. Und diesen Satz verstehe ich schon mal. Schwächen werden im inneren Kreis quadratisch dargestellt. Was? Wovon reden die? Was ist der innere Kreis und... Hä? Allein für diesen Satz könnte ich schon... Ich möchte nicht ausflippen, aber nein, ausflippen ist zu viel. Verstehe ich nur diesen Satz nicht, oder? Ausflippen wäre jetzt das falsche Wort, aber nicht aufregen, ja. Vielleicht bin ich aber auch das Problem, ich verstehe es einfach nicht. So. Aber wenn ich als... Ich möchte mich jetzt auch nicht als Durchschnittsmensch bezeichnen, wenn ich das nicht verstehe, verstehen andere das, erklärt es mir. So. Wir spielen im Wildparkstadion Karlsruhe, da war ich schon mal in echt, in meinen Augen, eines der hässlichsten Stadien überhaupt, weil, gut, weil zu dem Zeitpunkt, als ich da war, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her, zu dem Zeitpunkt war es auch eigentlich kein Stadion, meine, es waren alle vier Tribünen, weil es überhaupt Tribünen waren, sahen anders, es war für mich eher eine große Baustelle, aber ich meine, vor nicht allzu langer Zeit das im Fernsehen gesehen haben und es sah, glaube ich, immer noch genauso aus. Kann auch sein, dass ich mich täusche, so. Wir spielen jetzt auf dieser Baustelle im Wildpark-Baustelle vor 15.750 Zuschauern. So, weniger Zuschauer als Paderborn in Karlsruhe. Naja, wie dem auch sei. Wir wollen den Karlsruhern zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. So, warum werden diese Spieler immer auf die Tribüne gesetzt? Dann muss ich die immer wieder manuell hier zurück auf die Bank holen. Ja, so passt das dann. Jo, wir spielen auswärts, dann auch durchaus viel auf Konter. Ich überlege, die Art der Spieldarstellung so ein bisschen zu ändern. Das Spiel gegen St. Pauli war ja sehr wild, aber das fand ich schon wieder zu krass. Also unsere Fitness geht auch langsam runter. Ein normales Spiel, was wir professionell angehen. Ich glaube, ich nehme die 10 raus. Dieses Tiki-Taka mit 15 Querpässen jedes Mal vor jeder einzelnen Torszene, das nervt mich. Ich nehme erstmal raus. Fans möchte ich aber sehen. So. Wir wollen jetzt einfach nur die Tore sehen. Wenn diese nicht noch einmal 35 Querpässe sehen muss, dann kriege ich zu viel. So, die Räume werden von beiden Mannschaften konsequent zugestellt. Beide Seiten haben bisher keine Torchance herausgespielt. Oder ist das jetzt zu trocken? Ohne die ganz ohne die Darstellung. Ich kann auch nur die Geschwindigkeit erhöhen, aber nicht. Ich würde lieber gern die Kürze oder die Länge der Szene einstellen. So, entweder hier passiert gar nichts oder das ist, weil ich die Szenen rausgenommen habe. Blau und weiß, ole. Gelb für Schonlau. Oder habe ich jetzt dadurch einen Textmodus, dass die Szenen einfach fehlen. Aber gut, dafür erfahren wir jetzt hier gar nichts. Aber es ist vielleicht ist ja auch wirklich gar nichts passiert. So. Steht 0:0 in Karlsruhe, damit kann ich mich aber durchaus anfreunden auswärts. Deswegen ändern wir erstmal nichts. So, gelb für Djuricin und gelb für Jung. Das wird uns jetzt hier angezeigt. Jerome Gondorf, jetzt haben wir ja doch so ein bisschen Textmodus. Halt. Jerome Gondorf ist für mich bisher der Spieler des Spiels. Angriffe durch die Mitte haben... Warum werden die Vereine alle hier feminisiert? Das ist nicht der von der Karlsruher SC. Von dem Karlsruher SC. Maskulin. Überhaupt noch nicht gesehen. Sie probieren es ausschließlich über die Flügel. Und wir gehen in Führung. Das ist mir jetzt aber auch... Ein bisschen, das ist jetzt auch nicht toll. Das ploppt einfach hier auf, ohne dass oder irgendwas sonst zu erfahren. Finde ich auch in der Art der Darstellung nicht so schön. Wir machen in der Tabelle einen riesigen Sprung auf Platz 4. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein Spiel komplett ohne Szenen an. Ob uns das besser gefällt. Philipp Heise sieht glatt rot. Das fehlt mir. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass die Darstellung hier oben in der Mitte ist. Dann ist das jetzt hier unten. Ich müsste das hier so ein bisschen anders einstellen können. So, wir wechseln jetzt mehrmals. Wer hatte denn da gelb gesehen? Warum sehe ich das nicht direkt? Wir haben noch eine gelbe Karte. Warum wird mir die hier auf der Anzeige nicht... Ah, hier sehe ich das. Schonlau hat gelb. Muss man aber auch erst lange nachsuchen.
Warum ist hier nicht intuitiv neben dem Kopf eine gelbe Karte? Das wäre doch auch. Das Spiel ist doch jetzt wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen entstanden, dass die sowas nicht selber bedenken konnten. So, wir bringen Justwan für Terrazino. Und Vassiliadis für Evans. Hofmann sieht auch gelb. Immer geplant, wo wir auch spielen, hoffe ich, Karlsruhe wird führen. Ist von Goethe abgeschrieben. So, Srebeni wieder mit einer 1,0, die ich nicht nachvollziehen kann. So, Schonlau hat gelb, da möchte ich nicht riskieren. Da gehe ich folge jetzt auch mal dem Tipp des Co-Trainers. Ein Kaka kommt für Schonlau in die Innenverteidigung. Michel kommt für Jimmy, Antwi Adjei. Und Rittmüller kommt einfach mal nach vorne für Pröger. So, jetzt haben wir mal fünfmal gewechselt. Passiert hier noch was? Vanicek sieht auch noch gelb. Ja, ohne Anzeige ist es dann auch ein bisschen zu trocken, glaube ich. Am Ende war das ein übler Nackenschlag für die den Karlsruher SC. Man kann gespannt sein, wie Jalcin die Spieler jetzt wieder aufrichtet. So, wir gewinnen 1-0 in Karlsruhe und klettern auf Platz 5. Heidenheim verliert 2-4 gegen den HSV. Hannover gewinnt 1-0 gegen Kiel. Sandhausen spielt 0-0 gegen Aue. St. Pauli verliert 1-3 gegen Osnabrück. Die hatten das meiste Glück. Nürnberg gewinnt das Derby 1-0 gegen Fürth. Darmstadt verliert 1-2 gegen Braunschweig. Bochum spielt 0-0 gegen Düsseldorf. Regensburg hat das meiste Pech, spielt 2-2 gegen Würzburg und wir gewinnen 1-0 in Karlsruhe. Ja, wenn wir jetzt so die Spiele so uns anzeigen lassen, dann schaffen wir auch drei Spiele in einem Part. Aber ich glaube, das ist auch echt zu trocken dann. Warum hat das Spiel nicht einfach einen reinen Textmodus? So, Osnabrück auf Platz 1, punktgleich mit dem HSV und Hannover 96, es wird richtig, und auch punktgleich mit Greuther Fürth, dahinter wir und Nürnberg mit jeweils 17 Punkten. Ich finde diese Tabelle auch nicht so übersichtlich. Muss man auch erstmal schaffen. Nein, es sind aber nur Kleinigkeiten, dass mich das stört hier. So, ich muss erst ein paar Mal hinsehen, um alles zu überschauen. Das hätte man alles noch. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt nur meine subjektive Kritik ist oder ob man das auch objektiv erklären könnte, was ich jetzt hier fühle. Ich gucke mich hier schon immer in der Tabelle, dass ich jetzt beim zweiten Schauen sehe, führt er mal auch 18 Punkte. Es kann aber auch sein, dass ich einfach meine Brille nicht trage. So, Würzburg auf dem Relegationsplatz, Düsseldorf und St. Pauli auf den Abstiegsplätzen. Lem Kluge hat eine Mannschaft zusammen, der man wirklich gerne zuschaut, bla bla bla. Auch immer dieselben Sprüche hier. Thalhammer und Srebeni in der Elf des Tages, Srebeni bereits zum fünften Mal. Fußball ist nur schön, wenn du hinterher einen Verband hast und nicht nach 10 Minuten geföhnt bist. Das? So müssen wir weitermachen, das ist Fußball. So. Emma Bock, alter Fan von Ewald Lien, scheinbar. Einer für alle, alle für einen, unser Teamgeist steigt um 1. Lukas Rieder hat rausgefunden, dass Schonlau bereits 10% Fortschritt bei der Fähigkeit Übersicht gemacht hat. Stellen Sie das Trainingsziel um. Die Übersicht hier auch zu finden. Ist auch nicht so leicht. So, dann doch. So, Sergio Gucciardo verbessert sich in der zweiten Mannschaft. Wir erhalten dafür Managerpunkte. Gianni Asinari, obwohl ich die zweite Mannschaft völlig ignoriere bisher, freuen wir uns über die Stufenänderungen. Und ja, das nächste Spiel. Wir trainieren jetzt erstmal Fitness. Ich lasse das einfach mal alles so, wie es ist. Wir spielen gegen Nürnberg. Wir sollen Fanclub besuchen. Fanclub-Treffen organisieren. Alles für den Dackel, alles für den Club. Wir sollen ein Freundschaftsspiel machen, weil wir haben in dieser Woche kein Ligaspiel. Nationalmannschaften kann man hier auch gar nicht trainieren. Ne? So, Thalhammer hat ein Trainingsziel erreicht. Aufbauspiel. Sie können ein weiteres Ziel aussuchen, indem sie einen der weißen Kreise auswählen. Bla bla bla. Wir sollen jetzt mal als Sechser das Stellungsspiel trainieren. Aufstellung nicht wie angekündigt. Ihr Co-Trainer weist darauf hin, dass die Spieler ja versprechen, junge Spieler zu bevorzugen, nicht mehr ernst nehmen. Ja, gut, ist bei mir halt so. Die Entwicklung ihrer Vereinszeit wurde erfolgreich abgeschlossen. Sie steht für die Fans zum Download bereit. Unterstützung für die zweite. Einige Spieler schauen sich nach dem Training noch gemeinsam das Training in der zweiten Mannschaft an. Müssen die länger bleiben. Der von ihnen besuchte Fanclub freut sich sehr über ihren Besuch. Fanclub-Treffen organisiert. Die Fanclubs freuen sich über die schöne Veranstaltung unter Gleichgesinnten. Sie tragen ihre Anliegen vor und freuen sich. Aber man muss immer so schnell lesen hier. Sie freuen sich, dass sie gehört und einbezogen ist. Alles nicht intuitiv und alles nicht so schön, wie es sein könnte hier. Jena-Erschütterung bei Terrazino. Moritz Schulze hat den Trainingsmannschaftskoffer nicht richtig zugemacht und der geht auf, als er das Trainingszentrum verlassen will. Ein paar schmutzige Trikots können aber die gute Laune nicht trüben. Ja.
So, Srebeni verbessert sich in der Kategorie kurze Pässe. Und der soll jetzt mal Schusstechnik üben als Stürmer, als Mittelstürmer. Wir machen ein Testspiel gegen Kaiserslautern. Fritz-Walter Stadion. Achso, das wird jetzt geplant. Das findet jetzt aber noch nicht statt. Haben wir jetzt mehrere Wochen frei oder was? Okay, jetzt haben wir das Problem. Jetzt ist das Testspiel wenige Tage vor dem Spiel gegen Nürnberg. Ja, das habe ich jetzt falsch geplant irgendwie. So. Das Testspiel ist jetzt... Oh, jetzt auch am Wochenende erst. Okay, wir hatten scheinbar zwei Wochenenden frei jetzt hier, oder wie? Auch komisch. Das ist alles unübersichtlich. Verdorie nochmal. Oh. Ne, das Spiel ist am Dienstag und am Sonntag ist dann das Ligaspiel. Okay. Verstehe. So, da können jetzt aber auch die... Oh, Jaschemski mit einer Erkältung erkrankt. Möchte ich ihn auch nicht aufstellen. So, Führich ist auch immer noch... Fehlt immer noch. Seine Fitness ist auf 1 runtergegangen. Eieiei. Terazzino und Jaschemski fallen aus. So, hier spielen dann jetzt einfach mal die, die bisher nicht so zum Einsatz kamen. Schulze, Owusu, Heller, Manfred Mampf Mamba, Strodig und Correa, Ingelsson. Kaka. Justwan. Rittmüller und Härte. So, die spielen jetzt einfach mal hier gegen Kaiserslautern. Wir kontern hier jetzt nichts viel. Am 13. Oktober in der Bentel Arena vor über 5000 Zuschauern. Auch nicht schlecht für ein Testspiel. Ach, Marlon Ritter, ehemaliger Paderborner. Kennen wir doch hier bei den Löwen. Die Löwen, bei den Löwen, bei den Teufeln, bei den Tigern. So, wir sind in Urlaubsstimmung. Das finde ich jetzt auch nicht gut. Wir gehen das Spiel konzentriert an. Beim Testspiel lasse ich jetzt aber wirklich die Szenen raus. Spielszenen. Man kann das Tempo des Spiels an sich erhöhen. Oder das Tempo der Szenen. Ich kann ja das Tempo unten halten, das Tempo der Szenen ein bisschen erhöhen. Aber jetzt sehen im Testspiel will ich wirklich die Szenen nicht sehen. Ein Textmodus wäre viel schöner für alle. So, hier passiert herzlich wenig. Das ist wie ein erstes Date, kann nur besser werden. Wir lassen diese Spieler jetzt aber erstmal durchspielen. Die anderen müssen ja am Wochenende schon wieder zum Einsatz kommen. Ingelsson sieht gelb, wobei ich das jetzt auch nicht... Ich soll jetzt sagen, dass diese Spieler per se am Wochenende nicht spielen werden, wobei sie jetzt, sich jetzt hier gegen den Drittligisten auch nicht unbedingt empfehlen. Für weitere Aufgaben. Hut kommt man noch rein, soll auch mal ein bisschen spielen. Michel kommt auch mal rein. Für Mamba. Und die anderen spielen einfach mal durch. So. Paderborn. Paderborn. Ja, so kreativ sind wir als Fans hier seit jeher, aber es ist auch ein mittlerweile nicht mehr aus den Stadien wegzudenken, dieses stumpfe Paderborn-Geschrei. Fußball muss ja nicht mehr kompliziert sein. Ich habe den Eindruck, die Trainernamen wurden hier vom Userfeld nicht berücksichtigt. Das sind alles Namen, die ich noch nie gehört habe. Oh, ein Doppelpack von Kraus und Einhalt und wir verlieren mit 0:2. Aber es ist ja nur ein Testspiel. Unser Teamgeist leidet trotzdem darunter. Soll nicht weiter tragisch sein. So, gegen Nürnberg mache ich dann die Szenen doch mal wieder an, weil das sonst echt zu trocken ist. So, und ich muss jetzt alles wieder von Hand hier ändern. Zingerle, Pröger, Antwi Adjei, Schonlau, Srebeni, Evans, Ananu, Thalhammer, Hünemeyer, Okorodji, Terazzino fällt aus, deswegen spielt Justwan. Ja, hier wollen wir auch nicht so viel kontern. Einsatz wird aber wieder hoch
hochgeschraubt. Das ist ein wichtiges Spiel, Leute. So, die Fokuspunkte gehen uns langsam aus. Die Szenen werden wieder angemacht. Spielszenen. Hä, war das nicht eben andersrum? Das Tempo oben war und Spielszenen unten. Ich wollte die Spielszenen langsam, aber das Tempo normal mittel. Oder ist das jetzt ein Bug? Mal wieder ein Bug oder ein Feature. Antwi Ajay auf Justwan, der schießt vorbei. So, jetzt haben wir das Tempo auf mittel, die Spielszenen auf langsam. Gelbe Karte für Ogorodji wegen eines Fehlfalls. Paderborn. Paderborn. Ach, Dörfler, unser alter Spiel. Ich dachte gerade schon. Ja, der ist nach Nürnberg gewechselt für teures Geld. Alles außer Nürnberg ist... Ja, was ist alles außer Nürnberg? Elfmeter, Robin Hack. Und er trifft und wir liegen hinten. Na dann. Prost, Mahlzeit. Angriff für die Gäste. Valentini. Ich würde gerne die Kürze der... Ändern Pfosten. Und Schleusener auf Schäffler und er schießt vorbei. Puh. Paderborn ist uninspiriert. Wir spielen vor 16.238 zwischen Arthur Kraft pfeift schon wieder. Ich habe den Eindruck, das User-File hat nicht alle Namen editiert. Oder ist Arthur Kraft ein echter Schiedsrichter? Und zumindest die Trainernamen kommen mir alle unbekannt vor. Aber es kann auch vielleicht einfach sein, dass ich zu wenig Ahnung habe. So, es steht 0:1 zur Halbzeit. Es kann eigentlich nur besser werden. Wir wechseln mal in der Halbzeit noch nicht. Wir machen aber mal eine extra Motivation. Also wenn man wie ein Adler greifen will, dann darf man nicht wie ein Huhn am Boden pickeln. Jetzt nehmt die Köpfe hoch und nehmt endlich den Kampf an. So. Tatsache. Gelb für Lukas Mühl. Das Rebeni könnte man rausnehmen. Der jetzt heute keine, die haben alle keine guten Noten da vorne, deswegen werden sie jetzt auch alle ausgetauscht. Vasiliadis. Michel. Obwohl, ich habe keinen Stürmer mehr auf der Bar. Ne, Srebeni bleibt mal drin. Auch für Pröger, aber ne, dann gehen die nicht alle raus. Dann nehmen wir aber noch wieder anders raus. Ingelsson kommt für Thalhammer. So, Freistoß für die Gäste. Sörensen auf Mühl, der köpft. Und der Ball ist drin und wir liegen 2-0 hinten. Leckt mich doch an der Füße. Paderborn, Paderborn. Ja, wir wechseln noch zweimal. Ich hätte mehr Offensivkräfte hier noch auf die Bank setzen sollen. Bringe Härte für Ogorodji, der hat gelb. Und stelle da jetzt einfach mal so ein. Stelle Michel und Srebeni in den Sturm. So. Pröger geht auf links. Warum kann er das nicht? Das müsste er doch können. So. Rittmüller kommt einfach mal für Justwan. So. Der spielt jetzt einfach mal ein bisschen weiter vorne. Hoffentlich auch können. So, und wir spielen extrem offensiv. Da aber direkt die Gäste. Da ist schießt zum Glück klar weit vorbei. Ja, ohne Szenen ist dann doch. So, passiert hier noch was? Gelb für Schäffler. Glattrot für Dörfler, unseren alten Spieler. Die Notbremse führt dann aber zu keinem Elfmeter. So, nochmal Freistoß in der 94. Können wir wenigstens ein Ehrentor erzielen. Nein, der war auch ungefährlich. Und das Spiel endet und wir verlieren mit 0:2. Und fallen in der Tabelle auf Platz 7 zurück, den ja auch einige beim Tippspiel getippt haben. Also bis heute Abend 23:59 kann man noch tippen, also bis zum 19.06. So, Düsseldorf gewinnt 4:2 gegen Darmstadt. HSV spielt 1:1 gegen Hannover. Fürth gewinnt 4:1 gegen Heidenheim. Osnabrück gewinnt 3:1 gegen Karlsruhe. Würzburg spielt 0:0 gegen Sandhausen. Paderborn, wir verlieren 0:2 gegen Nürnberg. Aue verliert 0:2 gegen Regensburg. Kiel gewinnt 1:0 gegen Bochum. Und Braunschweig gewinnt 1:0 gegen St. Pauli. Würzburg und St. Pauli auf den Abstiegsplätzen. Karlsruhe fällt auf den Relegationsplatz. Osnabrück auf 1, Fürth auf 2. Nürnberg auf dem Relegationsplatz, wir auf Platz 7.
So, diese Sprüche sind hier immer dieselben. Aufgewachte nach dem letzten Spiel, sehr männlich gefühlt, also krank und sehr wehleidig, sagt Gabriel Weber. Wir hätten den ganzen Tag spielen können, hätten kein Tor geschossen. Wenigstens hat mir die Pleite diesmal nicht das Wochenende versaut. Wenn die Spieler nicht bereits in ihre Komfortzone verlassen, reicht es eben von und hinten nicht. Niemand von uns in der Elf des Tages, dafür sehr viele Nürnberger. Unser Teamgeist steigt stark um 9 Punkte. Warum das? Wegen der Ansprache oder was? Ihre Kenntnisse über die Spieler in Deutschland haben sich durch neue Kontakte verbessert. Ja, in Deutschland kennt mich jeder. Adrian Oeynhausen und Prieto werden auch besser. Ich habe ein Achievement unlocked, Level Ups. Passiert ausschließlich in meiner zweiten Mannschaft. So, wir trainieren individuelle Fähigkeiten. Nächstes Spiel, ich lasse es einfach mal so laufen. So, wir spielen im nächsten Part gegen Bochum und gegen Braunschweig. Wir schauen mal in die anderen Ligen, während ich mich über diese unübersichtlichen Tabellen ärgere. So, in der ersten Liga. Hier wird das... Warum wird das in der zweiten Liga nicht gemacht? Hä? Ne, hier wird das jetzt doch farblich unterlegt. Aber auch nur bei den Abstiegsplätzen. Warum wird das hier oben nicht gemacht? Hä? Hier ist ja alles farblich wunderbar unterlegt. Ist das ein Patch, der nachgeliefert wurde? Warum wird denn der offensive Relegationsplatz nicht... Jetzt werden hier auch die Abstiegsplätze angezeigt. Ist das neu? Wurde das gepatcht? Das ist doch... Wurde ein Patch... Jetzt... Ja, das ist doch wunderbar. Jetzt sehen wir die Abstiegsplätze. Aber die Aufstiegsplätze nicht. Das war bisher nicht... Das ist neu. Ich müsste mir mal die Patch-Notes angucken. So, jetzt haben wir die Abstiegsplätze farblich unterlegt. Hat hier jemand dieses Let's Play geguckt? Aber warum sind die Aufstiegsplätze in der zweiten Liga nicht farblich unterlegt? Aber das freut mich ja schon mal, dass das jetzt irgendwo herkommt. Oder war das schon mal und ich habe es nicht bemerkt. Ich bin mir jetzt alles zuzutrauen. So, in der ersten Liga. Dortmund auf 1, dahinter Mainz, Bayern, Frankfurt. Das hier scheinen Euroleague-Plätze zu sein. Bremen, Leverkusen, Gladbach. Auf dem Relegationsplatz Schalke, auf den Abstiegsplätzen Augsburg und Stuttgart. Hier werden die Abstiegsplätze nicht angezeigt. Die Abstiegsplätze aber wiederum. Ja, kann man das denn dann übersehen? Ist das ein Bug? In der dritten Liga. Hier fehlen auch die Aufstiegsplätze. Dresden auf 1, Duisburg auf 2. Bayern 2 auf 3, also Viktoria Köln würde in die Relegation gehen. Die Abstiegsplätze werden angezeigt. Das ist schön. Ingolstadt, Zwickau, Meppen, Saarbrücken und Verl. Die Tabellenführer hier, Balinger SC. Hier würden sehr viele absteigen. Rot-Weiß Essen, hier würden auch sehr viele absteigen. Hier würde nur einer absteigen, wer verstehe, wer will. Schalding-Heining auf Platz 1. Oldenburg auf 1, hier würden auch viele absteigen. Ich nehme mal an, das hat irgendwie mit Corona zu tun. Ich weiß es nicht. Sehr kurios. Cottbus auf 1. Und ja, im nächsten Part geht es weiter. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen.